Moin, heute machen wir bei diesem Schmuckstück, ein Saab 900i, Baujahr 93, einen Ölwechsel. Ich mache den so alle ein bis zwei Jahre, so ein bisschen frei Schnauze, also nicht so ganz regelmäßig nach Vorschrift. Ist für mich auch nicht so wichtig, viel wichtiger ist, dass da immer genug Öl drin ist. Aber so nach spätestens zwei Jahren bekommt so ein Auto bei mir auch einen Ölwechsel. Und das zeige ich euch heute mal, wie das geht. Wir brauchen für den Ölwechsel natürlich das richtige Öl für unser Auto. Wir brauchen einen Ölfilter, der zum Motor passt, einen Trichter zum Einfüllen. Wir brauchen einen Ölfilterschlüssel unter Umständen, falls der Filter zu fest sitzt. Wir brauchen einen Kupferring für die Ölablassschraube und wir brauchen den passenden Schlüssel zur Ölablassschraube. Ich öffne hier den Öldeckel, damit das Öl gleich besser abfließen kann, nicht dass da irgendwie ein Unterdruck im Motor entsteht. Und der Saab 900 hat was ganz Besonderes. Der Peilstab hängt hier am Deckel. Das ist nicht bei allen Automodellen so, aber hier sieht es so aus. Ich habe das große Glück, dass ich diese tolle Hebebühne hier habe. Man kann aber auch auf eine Miethebebühne gehen. Das kostet so 10 Euro die Stunde, je nach Stadt, je nach Anbieter. Oder man fährt auf Rampen oder man benutzt Böcke, aber natürlich nur Böcke, die dafür vorgesehen sind, dass man da ein Auto aufbockt, weil es wirklich gefährlich ist, wenn man sich unter das Auto begibt. Das Auto muss wirklich sicher stehen, damit nichts passieren kann. Hier sitzt meine Ölablassschraube in der Ölwanne unter dem Motor. 13er Schlüsselweite, ich löse sie gleich hier mit dem Ringschlüssel. Man muss sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, also nach links, um sie loszubekommen. Man benötigt natürlich eine ausreichend große Auffangwanne. Aus meiner Bedienungsanleitung weiß ich, dass ungefähr 4 Liter Öl im Motor sind. Das Ding reicht hier locker aus. Öl darf natürlich nicht in die Umwelt gelangen, ist total schädlich. Man sollte es auch nicht berühren, das ist auch nicht so gut für die Haut und so. Von daher alles vernünftig auffangen und wenn irgendwas daneben geht, alles schön mit dem Lappen aufnehmen. So, das Öl ist aufgefangen in meiner Ölwanne. Jetzt muss es natürlich ordnungsgemäß entsorgt werden. Dafür nutze ich am Ende den leeren Ölkanister, den ich dann haben werde. Die Dichtung auf der Ölablassschraube ist immer ein Kupferring. Und der wird so angepresst, dabei verformt er sich so ein bisschen, passt sich der Ölwanne an, passt sich der Ölablassschraube an. Das ist der Grund, warum der auch mal ausgetauscht werden muss, damit das am Ende alles wieder dicht ist. Jetzt wird die Ölablassschraube wieder eingesetzt. Hier, ich mach's nochmal kurz sauber. So, ganz wichtig ist, dass man sie nicht zu fest anzieht. Ich habe jetzt keinen Drehmoment in der Bedienungsanleitung meines Autos gefunden, aber bei den meisten Fahrzeugen wird die so mit 30, 35 Newtonmeter angezogen. Das ist so eine Geschichte, dass es einigermaßen handfest sein muss. Als nächstes wechseln wir jetzt den Ölfilter. Der muss natürlich auch passend zum Motor gekauft werden. Die unterscheiden sich immer so ein bisschen. Also dieser hier ist jetzt relativ klein. Der sitzt im Ölkreislauf und soll die ganzen Fremdstoffe rausfiltern, damit das Öl immer schön sauer bleibt auf diesen 15.000 Kilometern, die man so in der Regel fährt bis zum nächsten Ölwechsel. Ganz wichtig, man baut die Dichtung des Filters nicht trocken ein. Ein Tropfen Öl, einmal hier auf die Gummidichtung geschmiert, so damit es schön feucht ist und das reicht. Das sorgt dafür, dass der Ölfilter am Ende auch dicht am Motorblock sitzt. Ganz wichtig ist beim Anziehen, dass man den Filter gerade aufs Gewinde setzt, nicht dass man ihn verkantet, dass das Gewinde kaputt geht. Und nur handfest anziehen, auf keinen Fall mit einem Werkzeug festmachen, weil dann sitzt er viel zu fest und man bekommt ihn nie wieder lose. Noch eine Info zum Öl. Die richtige Qualität, also die richtige Ölsorte, die findet ihr in der Bedienungsanleitung eures Autos. Da steht die Größe der Viskosität, die Angabe 5W40 beispielsweise. 5W heißt dann die Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen. Die 40 steht für das Verhalten bei hohen Temperaturen. Da gibt es noch unterschiedliche Qualitäten. Der Saab-Motor ist relativ anspruchslos, also dieses Synthetiköl reicht auf jeden Fall locker aus für diesen Motor. Auch beim Ölfilter ist es so, da braucht ihr den passenden Filter zum Motor. Und das bekommt ihr raus mit eurem Herstellerschlüssel und mit eurem Typschlüssel. Das findet sich im Fahrzeugschein. Also einfach mit dem Fahrzeugschein zum Teilehändler gehen oder den in der Hand halten bei der Bestellung im Internet. Die Daten einfach ganz genau eingeben und ihr bekommt den passenden Ölfilter zugeschickt. Ich erzähle euch jetzt nochmal was zum Unterschied zwischen Mineralölen und Synthetikölen. Mineralöle werden
in der Raffinerie aus Rohölen hergestellt und relativ einfach zusammengesetzt und zusammengebaut. Da kommen auch verschiedene Grundöle zusammen. Und Synthetiköl, da sitzen tatsächlich Chemiker dran, die basteln irgendwelche geraden Molekülketten, können dieses Öl viel gezielter auf einen Motor hin zuarbeiten. Das heißt, das Öl ist etwas feiner, etwas spezialisierter. Nulleröle, ganz dünne Öle im Winter werden da zum Beispiel gebastelt oder spezielle Öle für Partikelfilter oder ähnliches. Das heißt, das Synthetiköl ist ein hochwertigeres Öl, das natürlich auch ein bisschen mehr kostet. Aus meiner Bedienungsanleitung weiß ich, dass in diesem Motor jetzt 4 Liter müssen. Ich habe den Filter mitgetauscht und das heißt jetzt 4 Liter. Ich habe hier einen Kanister mit 5. So bei 3,5 Litern fange ich an, mal nachzumessen, nicht, dass ich zu viel einfülle, weil das auch schlecht für den Motor ist.